Hallo, hier ist Rubidu von Swingtime. Ich möchte euch heute etwas über die richtige Tanzschuhauswahl erzählen. Mit diesem Schuh tanze ich zurzeit ganz viel. Der ist sehr hochgeschnitten, das heißt, der geht fast bis über den Knöchel und ist daher sehr gut, wenn ihr viel und intensiv springen wollt. Ein anderes Modell, was auch einen Vorteil hat, ist dieses. Und zwar habt ihr hier eine getrennte Sohle. Das seht ihr hier. Dadurch, dass die Sohle getrennt ist, habt ihr mehr Möglichkeiten, eure Zehen zu spüren und wirklich durch den Fuß zu arbeiten. Im Gegensatz zu diesem Paarschuh ist er etwas labiler, etwas lockerer und schließt auch komplett unter dem Knöchel ab. Dadurch wird die Sicherheit bei Sprüngen etwas gesenkt. So, von diesem Modell, wer da nicht so gerne mit tanzt, weil er zum Beispiel als Dame, aber auch egal in welchem Geschlecht, lieber auf einer Ferse tanzen möchte, ist natürlich auch mit einem Tanzschuh sehr gut bedient, der eben eine leichte Ferse hat, aber trotzdem einen sehr sicheren Halt bietet. Der Vorteil von diesem Schuh zu der noch weiteren Variante, die sehr offen ist, ist eben die zusätzliche Stabilität. Wenn ihr euch aber sehr sicher fühlt, könnt ihr natürlich gerade im Social Dance mit einem netten Kleidchen auch sehr offene Schuhe wählen. Das Wichtige dabei ist, dass ihr euch daran gewöhnt und versteht, dass je nachdem, welchen Schuh ihr tragt, sich euer Tanz anders anfühlt. Ihr solltet damit also trainieren. Trainiert mit Ferse zu tanzen, trainiert mit weichen Schuhen oder mit harten, damit ihr auf alle Tanzflächen eine gute Figur macht. Wichtig ist, dass besonders wenn die Draußen-Tanzsaison startet, ihr auch dort einen guten Halt habt. Dazu würde ich empfehlen, einen Schuh zu wählen, der wirklich stabil ist. Wir haben hier dieses wunderschöne Modell. Das hat auch schon einige Draußentanz-Sommer hinter sich. Wie ihr seht, ich zeige das mal, ist er kaum beweglich und hat wirklich eine ganz gut kräftigende Art und Weise für den Fuß, für die Gelenke. Ihr müsst halt schauen, je nachdem, welchen Untergrund ihr draußen vorfindet, ob eine so starke Sohle euch hindert oder eher förderlich für den Tanz ist. Wenn ihr das als zu extrem empfindet, das heißt, wenn es zu wenig rutscht, dann könntet ihr, wenn ihr wollt, auch von einem Schuster hier noch eine glattere Sohle raufziehen lassen. Dann hättet ihr einen sehr stabilen Schuh, der Schläge gut abfedern kann, aber eben trotzdem die Möglichkeit, besser zu rutschen. Natürlich halten Schuhe draußen wesentlich kürzer. Was auf jeden Fall nicht sein soll, ist, dass ihr einfach nur eure normalen Straßenschuhe benutzt. Davon wirklich bitte absehen, egal welche Modelle, geht in den Tanzschuhladen und probiert Schuhe an, sagt für welchen Sinn und für welchen Zweck, für welchen Tanz, für welchen Boden ihr einen Schuh benötigt und lasst euch da wirklich kompetent beraten und kauft den Schuh dann auch dort in diesem Laden. Was nämlich besonders ist bei Tanzschuhen, ist, dass einerseits das Fußbett, die Sohle, also genau das Innere des Schuhs viel, viel ergonomischer geformt ist und viel besser mit den Belastungen auskommt, als jetzt einfach nur ein Turnschuh, den man eben mal im Laden kauft. Noch besonders zu erwähnen sind die verschiedenen Sohlen, die wir wählen können.
Ihr habt einerseits, wie man das hier hat, eine Sohle, die glatt ist. Allerdings ist es auch Leder. Eine glatte Ledersohle ist natürlich sehr schön rutschig, aber auch relativ widerstandsfähig. Eine weitere Art von Sohle ist das raue Leder oder Wildleder. Damit habt ihr nicht so viel Grip und könnt eben besser rotieren mit dem Bein und dadurch auf Flächen, die auch nicht ganz so glatt sind, besser arbeiten. Wie gesagt, testet immer die Glattheit der Schuhe und die Glattheit des Bodens, nicht dass ihr wegrutscht. Für das normale Training empfehle ich euch aber auch zusätzlich zu festen Schuhen, dass ihr euch ein paar lockere Schuhe zulegt. Das sind jetzt Schuhe aus dem Ballett. Das werdet ihr wahrscheinlich erkennen. Man nennt die Schläppchen. Davon gibt es auch Varianten für den Jazz Dance. Diese sind etwas stabiler gebaut. Manche haben eine Ferse, die etwas vorsteht. Durch solche Art von Schuh könnt ihr wirklich richtig toll durch den Fuß arbeiten und schult jeden kleinen Muskel wirklich kraftvoll mitzutanzen. Das wäre mein kleiner Ausflug. Wir sind kein Schuhladen, diese Schuhe sind alle in tänzerischer Aktivität zurzeit eingebunden und wir wollen euch gern verabschieden und hoffen, dass ihr etwas lernen konntet.